Aber ich mohn, mir sollte mole on a Thema ausschneiden. Ich kann des Corona-Gedes nicht mehr hören. In gut genommen hast du recht. Gell? Weißt du was? Ich stell dir jetzt mal Brotdose hin. Du hast eine Brotdose dabei? Ja. Im letzten Jahr ist mir nämlich mein Leberwaschbrot durch die Ritze von der Bank. Oh, nun auf den Boden gefallen, ich weiß. Ja. Ich kann die Geschichte nicht mehr hören, hey. Aber wieso hast denn du jetzt eine leere Brotdose dabei? Pass auf. Die Brotdose, ne? Das ist jetzt praktisch unser Kasse. Und jeder, der wo das Wort Corona in den Mund nimmt, der zahlt 5 € in die Corona-Kasse. Das können wir machen. Und mit mir einmal auf ein Thema kommen da. Ja. Wie gefällt dir dann unser neue Hauptstraße? Du, die ist prima, Mann. Ganz wunderbar. Die Bänke sind ein bisschen grenzwertig, ja, ne? Aber sonst ist wirklich wunderschön. Ja, ja. Vor allem das Plaster ist gut gelungen, gell? Ja. Merklich schön. Sauber vielleicht, ne? Und so schön ever. Ja. Da können auch alte Leute laufen, ohne hinzufallen, ja, gell? Da könnte sich die Marktplatzplästerer mal eine Scheibe abschneiden, ja, gell? Ja. Und die Vorstadt Overoy kannst du ja jetzt wunderbar bummeln, gell? Du, das stimmt, ja. Ja. Aber weil du gerade sagst bummeln, ja, ne? Wie ich da so am Bummeln bin, ne? Und da ist mir in den Sinn gekommen, wie schlimm das war, dass sogar die Eiscafés geschlossen waren, wegen dem scheiß Corona. Das ist dir, süß Maul, natürlich bitter aufgestoßen, ja, gell? Ja, das war auch schlimm. Ja. Noch nicht einmal ein Belgische Stracciatella hat man gekriegt. Ich war richtig auf Entzug. Ach, ja, mir hat es sau die Hände gezittert. Ach komm, hey, wirst du überlebt haben, hey. Ja, du hast wieder kein Verständnis. Ach doch lieber mal drauf, wie schön der Platz von ist, gegenüber vom Merkel. Du meinst praktisch, wo der Blechbrunnen war. Genau. Ah, das ist doch wunderschön, von das Eck, gell? Ja. Du, das erinnert mich so richtig an die Waldbühne von Berlin. Die Waldbühne? Mhm. Also bitte, die ist doch viel größer. Na und? Berlin ist ja größer wie Erbach. Aber so von der Machart her wie die Waldbühne. Die Waldbühne? Ja. Jetzt geht's mit der Dorsch, aber ehrlich. Die Waldbühne, die ist mitten im Wald. Da kommt doch der Name her, Waldbühne. Ah, na und? Der Eiffelturm steht doch auch mitten in Paris und nicht in der Eifel. Ehrlich, du bist doch fassungslos. Aber wollen wir schon auf dem Eck sind, ne, da ja. Hast du mal in Acht genommen, das Haus vom Uhrenschmitz, wie das in die Reihe gemacht worden ist? Ach du, also das ist ja prima geworden, gell? Ja. Also wirklich, das ist so schön in der Reihe gemacht. Und was war das als ein Schandfleck, gell? Oh, ja. Du kannst dich bestimmt noch treuen sinnen an den Zeitungsartikel da über die Odenwaldhölle. Das war ein Basic-Blamage. Das war, Die blöde Schnepfe, die hat ein Bild von dem Haus vorne auf ihren Zeitungsartikel drauf gemacht. Mhm. Ja. Als Beispiel, wie hässlich es im Odenwald wäre. Ja. Ja, die müsste es jetzt mal sehen, gell? Genau. Wie schön das wann ist, ne? Und der Bäcker Knierriem, der wollte ja sogar ein klar Kaffee schon neu machen. Ach, stell dir doch das mal vor, gell? Das wäre schön, ja. Die Sesselchen da an der Mimmling entlang, die Sonne scheint, gell? Super. Ach, ja. Da wäre ich mit meinen Freundinnen als einmal hingegangen. Und warum ist nichts geworden mit dem Kaffee? Ah ja, wir leben doch in Deutschland. Deutschland ist doch das Land der Vorschriften, ne? Aha. Irgendeiner hat da so eine Vorschrift ausgegraben, die besagt, dass du da so kein Kaffee betreiben darfst, gell? Naja, Gastronomie geht ja eben sowieso nicht, gell? Ah ja, wegen dem Corona. Ja, aber jetzt zahlst du. Ja, also gut. Weißt du, an dem Thema kommt halt auch dieses Jahr keiner vorbei, gell? Die ganze Einschränkungen, Geschäfte, Wirtschaft, Homeoffice. Homeoffice? Was ist denn das? Ah ja, du kennst die Leute, ihr Erwet, von daheim aus schaffen.
Praktisch wie früher die Heimarbeit. Genau. Ja, genau. Ja, und wie geht es genau? Ich erkläre das. Die Leute sind über ein langes Kabel mit ihrem Arbeitgeber verbunden, ne? Okay. Und alles, was sie sonst im Betrieb schaffen täte, machen sie daheim in ihrer Wohnung. Und alles, was sie dann geschafft haben, kommt durch das lange Kabel bei ihrem Arbeitgeber dann auch. Du, das ist toll. Ja, da haben die Politiker endlich mal eine gute Idee gehabt. Ja, also. Früher, da haben doch gerade die Maurer und die Zimmerleute und die Dachdecker beim Sauwetter auf der Baustelle rummachen müssen, gell? Und jetzt können sie daheim praktisch im Drucken, ne, im Wohnzimmer ihr Arbeit machen. Du, das ist klasse. Ich frag mich jetzt nur, wie die Backsteine und den Zement und die Dachziegel durch das lange Kabel an die Baustelle bringen. Also du hast sie wirklich nicht mehr all. Homeoffice ist natürlich für die Büroarbeit gedenkt. Das ist beispielsweise das Richtige für die Leute, die wo drunter auf dem Landratsamt schaffen. Leute, die auf dem Landratsamt schaffen. Wen meinst du jetzt? Die Büroangestellten natürlich. Ach. Geh mal fort, hey. Mit dir kann man doch gerade die Faschzackern. Sag mir lieber mal, was du von deiner Maske hältst. Du meinst die Corona-Maske? Genau die. Die Maske, das kannst du ja genau sagen, die Maske, die bringe gerade gar nichts. Ja, aber du, die Fachleute haben doch... Hör mal auf mit der Fachleute. Hör mal auf mit der Fachleute. Ich hab so eine Maske aufgehalten, ja. Und egal, wo ich hingekommen bin, hat mich trotzdem jeder gekannt. Ja, aber die Maske solle doch... Weiß, wo er ist. Ich war beim Glänzer Axel. Wollte mir einen Puntaufschnitt holen. Hat die Evi bedient. Und da hat sie gesagt, ach, der Erwin, dass man dich einmal wieder sieht. Ja, wir haben ganz frische Nierchen da, hat sie gesagt. Ja, die hat mich nicht nur gekannt, die hat auch noch gewusst, dass ich gern Nierchen esse. Da brauchst du doch keine Maske. Ja, aber du sollst doch... Hör mal auf, wenn ich in Erbach, nur mal jetzt als Gedankenspiel, ja, nur als Gedankenspiel, wenn ich in Erbach mit saurer Maske die Sparkasse ausrauben tät, da wäre die Polizei schneller bei mir daheim, wie ich mit meiner Beute. Also, du lässt mich überhaupt nicht ausretten. Die Maske soll verhindern, dass du mit deiner Atemluft Coronaviren ausschnaufst und so die anderen Leute ansteckst. So, aber jetzt zahlst du. Na, so dann? Wir waren doch eben schon bei dem Thema. Ja, aber du hast Corona gesagt und jetzt musst du blechen. Uff, kleinlich. Warst du eigentlich auch traurig, wie der Wiesemaik ausgefallen ist? Traurig? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Da waren viele Leute traurig, wie der Wiesemaik ausgefallen ist. Ich will da mal was sagen. Und du ein echter Erbacher bist. Das ist und nicht so ein Zugelaufener aus dem Neubaugebiet, ja? Wenn du in Erbach geboren bist. Ja. Wenn du mit Mümmlingwasser getauft worden bist und nicht mit so einem billigen Fusel. Dann bist du nicht traurig, wenn der Wiesemarkt ausfällt. Nicht? Nein, dann blutet dir das Herz. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Schmerz da drin. Den kann ein Dieburscher oder ein Hägster oder ein Befehlemann überhaupt nicht nachvollziehen. So sieht's aus. Und das alles wäre im Scheiß Corona. Ja, du kommt mir's jetzt auch nicht mehr drauf an. Und weißt du, was mich am meisten fuchst? Nein. No. Mir kriege alles verboten. Nicht nur der Wiesemarkt, no. Jede Kerb, jede Vereinsfeier. Ach, sogar die Fastnacht. Ja, und die Corona-Deppe, die können grad machen, was sie wollen. Also, hör ich mal. Erstens mal nennt man die Covidiode, ne? Zweitens, bezahlst du jetzt gerade noch einmal 5 Euro. Und drittens ist die offizielle Bezeichnung für diese Gruppierung Querdenker. Querdenker? Ja. Na prima. Querdenker setzt aber Denke voraus.
und da ist bei denen nichts zu spüren. Die behaupten ja sogar, dass es die Krankheit gar nicht gibt. Ah, noch besser sind doch die Reichsbürger, die da mit demonstrieren. Ah, die behaupten ja, dass es die Bundesrepublik überhaupt nicht gäbe. Nicht? Na, no. Hitler hätte ja angeblich nie gelebt, gell? Na, no. Und wir haben auch keinen Krieg verloren, ne? Und wir leben halt noch im Deutschen Reich. Im Deutschen Reich? Ja. Und der Franz Beckenbauer ist der Kaiser. Hä? Wahrscheinlich. Also bitte, die sind doch reifer, die Psychiatrie. Jetzt erklär mir aber nur mal, wie die mit 10.000 Leuten ohne Abstand, ohne Maske demonstrieren dürfen und bei uns wird sogar eine kleine Hochzeitsfeier verboten. Ah ja, aber du, im Grunde genommen war die Demonstration ja von der Behörde verboten worden, gell? Also. Ach. Ja. Und warum haben sie am Ende doch demonstriert? Ah ja, die sind vor Gericht gegangen. Und die Richter haben gesagt, in der Demokratie hat jeder ein Grundrecht auf Dummheit. Ach. Jeder darf so blöd sein, wie er will. Und deswegen haben die die Demonstration genehmigt. Die Richter kann man ja auch nicht immer verstehen, gell? Aber ich habe jetzt die Idee, wie man die Fasnacht genehmigt kriegt. No? Wir tun die Fasnacht als Demonstration ummelden. Oh ja. Wir demonstrieren für Freiheit und für Frohsinn. Jawohl. Für Spaß, Humor und gute Laune. Und unser Umzug ist ein Demonstrationszug. So machen wir's. Hello. Genau. Ja, du, Erwin. Und was machen wir jetzt mit unserem Geld? Du das da mal am Wiesenmarkt versaufen. Oh ja. Ja, und wenn es dieses Jahr wieder kein Wiesenmarkt gibt? Alles kann ich das sagen. Wenn es wieder kein Wiesenmarkt gibt, kriege ich einen Schreikrampf. Hello. Genau.